Hey ho Leute, willkommen noch mal im Kanal zu Diablo 3 Wild Some More. Heute beschäftigen wir uns mit den Basics für den Hexendoktor alias Witch Doc. Wir fangen an. Der Witch Doc ist ein Int-Charakter. Sein Schaden wird aus dem Attribut Intelligenz gezogen. Intelligenz steigert nicht wie bei den Barbaren oder Kreuzritter die Stärke oder Rüstung, sondern sie steigert um 10% des vorhandenen Intelligenzwertes eure Ares. Weiter noch, Fit sollte auch ordentlich einbehalten werden. Am besten irgendein Wert zwischen 3000 und 4000 Int ist mein Erfahrungswert. Jetzt kommen wir mal zu den weiteren Sachen. Kritische Trefferchance ist dasselbe Verhältnis, wie es halt sonst auch immer gilt. Mindestens 50% Crit-Chance anstreben. Kritischer Trefferschaden und kritische Trefferchance sollten halt kritische Trefferchance 1 und kritischer Trefferschaden 10 im Verhältnis stehen. Sprich, eigentlich bei mir müsste ich 520% kritischen Trefferschaden erreichen, um Idealwerte zu erreichen. Aber naja, nobody's perfect, nicht wahr? Ich arbeite dran. Und ihr solltet es auch. Gehen wir jetzt zur Defensive über. Defensiv haben wir hier keinen Block, der uns interessiert, und auch kein Ausweichen, sondern nur die Rüstung und die Widerstände sind, was für uns wichtig ist. Da wir ein Intelligenzcharakter sind, haben wir natürlich hier in dem Fall bei mir 875 grundlegende Widerstände. Schließlich, dass halt immer wieder mal gewisse kleinere Widerstände wie hier Arkanwiderstand auf Equipment drauf ist, auch nochmal Arkanwiderstand, habt ihr so oder so eine recht imposante Ares, Ich bin mal beim habt aber Spielen. dafür im Vergleich zu den anderen Sachen nicht wirklich, ich schiebe mal kurz den weg, der redet hier, Nichts, was ich nicht auch tun würde. im Gegensatz zu den anderen Klassen habt ihr hier halt einen geringeren Rüstungswert, weil er halt nicht mit eurem Hauptattribut steigt. Meine Empfehlung ist, circa 70% Schadensreduktion trotz allem anzustreben. Einfach, damit ihr ein gewisses Maß an Schaden abfangen könnt. Ich persönlich habe auf mehreren Items das gesteckt und muss sagen, es hilft mir echt gut, auch in T6 zu überleben. So, das dazu, was grundlegend ist. Im Vergleich zu Kreuzritter und Barbar, mal wieder als Referenz genommen, habt ihr als Int-Klasse, das gilt für den Magier genauso wie den Witch Doc, keinen Skill, der euch pro verbrauchter Ressource heilt. Ihr werdet euch hier immer über euer Leben pro Treffer und Leben pro Sekunde heilen müssen, oder halt über Heilkugelbonus. Das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Aber in vielen Fällen wird halt einfach von vielen Leuten im Witch Doc der Schaden grundlegend vermieden. Auch keine schlechte Variante. So, was gibt's noch zu erzählen beim Witch Doc? Vielleicht noch die Ressource. Im Gegensatz zu den anderen Charakteren, wie halt Barbar und Kreuzritter, die ganzen Nahkampfklassen, habt ihr eine sich sehr schnell regenerierende Ressource. Und habt dafür auch entsprechende Buffs in euren Passiven. Aber dazu mehr in bestimmten Builds. Das waren die Basics. Ich hoffe, diejenigen, die die Klasse noch nicht kannten, haben hiermit ein paar Einblicke bekommen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder zur Erklärung des ersten Builds. See ya!